Israel, ein heisses Thema. Für die einen, Christen, ist das Einzige und das Grösste. Überall haben sie Israel-Flaggen. Und dann gibt es aber auch Leute, die skeptisch sind Israel gegenüber. Jetzt gibt es das Land schon 70 Jahre. 70 Jahre Israel. Und hast du dir mal überlegt, wie komisch das eigentlich ist? Stell dir vor, wie viele Länder seit dem Jahr Null, Länder, Nationen, Tribes, also Stämme, Kulturen, untergegangen sind. Das sind Hunderte und Tausende in der ganzen Welt. Das Römische Imperium, Goten, dann Südamerika haben wir grosse Imperien gehabt. Von all dem besteht nichts mehr. Nicht nur das. Sie werden dann nie mehr auferstehen. Und da passiert etwas, das einfach so schräg ist. Nach 2000 Jahren wird das Volk in diesem Land zum Leben erweckt, wo es 2000 Jahre nicht mehr war. Das ist doch menschlich gesehen völlig unmöglich. Das kann mir keiner rationell erklären. Weißt du, was da passiert ist? Da ist die Heilsgeschichte von Gott im Werk. Das ist ein so ein starkes Zeichen, dass die Botschaft der Bibel wahr ist. Das Volk Israel kommt nach 2000 Jahren in das Land zurück, weil es die Bibel gesagt hat. Hunderte von anderen Völkern, Nationen sind in der Geschichte verschwunden und werden nie mehr vorkommen. Aber ein Volk ist vor 2000 Jahren vertrieben worden und kommt jetzt zurück in das Land. Das ist ein sichtbarer Beweis für die Existenz Gottes. Weil das kann kein Zufall sein. Darum freue ich mich massiv ab diesen 70 Jahren Israel, weil Gott seine Geschichte schreiben wird und die Botschaft der Bibel sich als Wahrheit bestätigt. Shalom.